Es war einmal ein junges Ehepaar. Das war ängstlich bemüht, alles von dem kleinen Sohn fernzuhalten, was Angstkomplexe erwecken könnte. Darum war es allen, die mit dem Kind zusammenkamen, untersagt, ihm etwa Märchen zu erzählen. Und die Eltern waren sehr stolz darauf, wie aufgeklärt und frei von allem Aberglauben sie ihren Sprössling erzogen. Alles schien nach Wunsch zu gehen. Doch eines Abends weigerte sich der Kleine, allein im Dunkeln zu bleiben, fing an, bitterlich zu weinen und behauptete, unter dem Bett sitzt ein Komplex. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Ausgabe von Kinder, Kinder. Viele von Ihnen werden sich noch daran erinnern, es ist erst ein paar Jahre her, da galt es geradezu als ein erzieherisches Vergehen, Kinder mit grausamen Märchen zu konfrontieren. Märchen, in denen Dämonen miteinander kämpften und Menschen ihr Unwesen trieben. Die Moden wechseln schnell. Heute sind Märchen aller Art wieder in regem Gebrauch. Ja, man muss sie geradezu vor Missbrauch und Vermarktung schützen. Es bleibt dabei. Märchen helfen Leben, Kindern und Erwachsenen. Gerade auch die grausamen Märchen. Dort nämlich begegnen wir niemandem anderen als uns selbst. Allen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die in uns liegen. Im folgenden Beitrag befasst sich Irene Wellershoff mit dem Märchen von Hänsel und Gretel. Bekannt wie kaum ein anderes Märchen. Aber ist sie wirklich bekannt? Die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kinder, zwischen Kindern und Eltern? Jedenfalls so einfach, wie es manche möchten, ist die Sache nicht. Und mit dem Tod der Hexe sind die Probleme längst nicht aus der Welt geschafft. Einmal ein Holzfäller, der wohnte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern vor einem großen Wald. Sie waren arm und hatten nicht genug zu essen. Und ein geradezu klassisches Bild von Kindheit. Kinder im Kreis um eine Märchenerzählerin. Dabei waren die Volksmärchen ursprünglich Erzählungen der Erwachsenen. Und nicht immer galten sie als pädagogisch wertvoll. Was soll aus uns werden? Wie sollen wir unsere armen Kinder ernähren? Da sagte seine Frau, weißt du was, Mann? Wir führen die Kinder morgen früh in den Wald. Dort machen wir ihnen ein großes Feuer an und lassen sie... In den 70er Jahren warfen die Vertreter des anti-autoritären Erziehungsstils den Märchen vor, zu grausam zu sein. Mit ihrer Schwarz-Weiß-Malerei, klischeehaften Darstellung der Geschlechter, ihrer altmodisch-rigiden Moral, verdürben sie die Fantasie der Kinder. Märchen, so hieß es, gefährdeten die Entwicklung der modernen Kinder durch eine überholte Wirklichkeitsdarstellung. Mit dem Psychoanalytiker Bruno Bettelheim erlebten die Märchen eine Wiedergeburt in den Kinderzimmern. Bettelheims These, Märchen helfen Kindern, ihre Probleme zu verarbeiten, die sie beim Erwachsenwerden haben. In einem Interview aus dem Jahr 1984 antwortete Bettelheim auf die Vorwürfe gegenüber Märchen. Also, die Idee, dass wenn Kinder Märchen hören, dass sie der Realität entfremdet werden, ist ja vollkommen unsinnig. Natürlich gibt es geistesgestörte Menschen, die der Realität entfliehen und sich eine Fantasiewelt aufbauen, in der sie dann leben. Naja, das sind Geistesgestörte. Das normale Kind weiß sehr wohl zwischen der Realität und der Fantasie zu unterscheiden. Aber erstaunlicherweise oder interessanterweise nehmen die Märchen auch darauf Rücksicht, denn viele beginnen, es war einmal. Das heißt also, heute ist das nicht mehr so. Oder jenseits der sieben Berge oder der sieben Ozeane spielt sich das oder jenes ab, nicht wahr? Und das Milieu des Märchens ist ja eigentlich ein Milieu, wo das Kind weiß, dieses Milieu, in dem lebe ich nicht. Denn wer lebt denn heute in einem einsamen Hütte am Rande eines undurchdringlichen Waldes, nicht wahr, wenn man an Hänsel und Gretel denkt und so weiter. Das heißt also, die Märchen beginnen so, dass dem Hörer, dem Zuhörer, sagen wir dem Kind, es möglich ist, sich darin zu versenken oder Abstand zu nehmen. Nicht wahr? Wie es eben das Kind
im Moment braucht. Was die Grausamkeit anlangt, ja, ich würde ja sagen, zeigt mir das Kind, das niemals einer Fliege die Flügel abgerissen hat, und ich werde glauben, dass es ein Kind gibt, das nicht grausam ist, aber ich habe so ein Kind noch nicht gefunden. Schaden oder nützen Märchen nun? Betrachten wir ein Beispiel näher, eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm, Hänsel und Gretel. Vor einem großen Wald wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und den Kindern Hänsel und Gretel. Einmal konnte der Mann auch das tägliche Brot nicht mehr herbeischaffen. Da sprach seine Frau: Wir wollen morgen die Kinder in den Wald führen, da lassen wir sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder hinaus. Der Mann wollte das nicht übers Herz bringen. Aber als die Frau sagte, dann müssen wir alle vier Hungers sterben, willigte er ein. Die Kinder hatten gehört, was die Stiefmutter gesagt hatte. Gretel weinte. Aber Hänsel schlich aus der Tür und sammelte die weißen Kiesel, die im Mondlicht glänzten. In der Frühe machten sich alle auf in den Wald. Hänsel aber warf immer einen von den Kieselsteinen auf den Weg. Mitten im Wald ließen die Eltern die Kinder am Feuer zurück, wo sie einschliefen. In der Nacht wachten sie auf. Hänsel nahm sein Schwesterchen an der Hand und folgte den Kieselsteinen bis nach Hause. Die Frau begrüßte sie mit den Worten: Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Der Vater aber freute sich. Nicht lange danach war die Not wieder groß. Wieder forderte die Frau, die Kinder müssten fort. Dem Mann fiel's schwer aufs Herz, aber weil er das erste Mal nachgegeben hatte, musste er es auch zum zweiten Mal. Die Kinder hatten alles gehört, aber diesmal hatte die Frau die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht heraus. Am Morgen gab ihnen die Frau ihr Stückchen Brot. Das bröckelte Hänsel nun auf den Weg. Wieder blieben die Kinder allein im Wald. Aber als sie im Mondschein zurück wollten, hatten die Vögel die Brotkrümel weggepickt. Hänsel sagte: Wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Am dritten Tag, als sie schon nahezu verschmachteten, kamen sie an ein Häuschen, das war aus Brot, Kuchen und Zucker gebaut. Hänsel brach sich ein Stück vom Dach ab. Und Gretel knusperte an den Scheiben. Da schlich plötzlich eine alte Frau aus der Tür. Die Kinder erschraken. Aber sie war freundlich und trug ihnen gutes Essen auf, sodass sie meinten, sie wären im Himmel. Die Alte war aber eine böse Hexe, die Kinder kochte und aß. Am nächsten Morgen packte sie Hänsel und sperrte ihn in einen Stall. Er mochte schreien, wie er wollte. Gretel zwang sie, für den Bruder zu kochen. Jeden Morgen rief die Alte: Hänsel, streck deine Finger heraus, ob du bald fett wirst. Aber Hänsel streckte der trübäugigen Alten ein Knöchlein heraus. Nach 4 Wochen wurde die Hexe ungeduldig und wollte Hänsel schlachten. Doch zuerst stieß sie Gretel zum Backofen. Kriech hinein, sagt sie, und sieh, ob der Ofen heiß ist. Wenn Gretel drin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel braten. Aber Gretel merkte das und sprach: Wie komme ich da hinein? Dumme Gans, die Öffnung ist groß genug, ich könnte selbst hinein. Und die Alte steckte den Kopf in den Ofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß und schlug die Tür hinter ihr zu. Da heulte die Hexe grauslich und musste elend verbrennen. Gretel befreite Hänsel, sie sprangen herum und küssten sich. Dann nahmen sie die Edelsteine der Hexe und liefen fort. Als sie an ein großes Wasser kamen,
bat Gretel eine weiße Ente, sie nacheinander hinüberzutragen. Schließlich kamen sie zu ihrem Vaterhaus. Der Mann war nicht froh geworden, seitdem er seine Kinder im Wald verlassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Hänsel und Gretel fielen ihrem Vater um den Hals und schütteten die Perlen in die Stube. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Sag mal, wie hat euch denn das Märchen gestern gefallen? Gut. Gut. Ja? Ja, was hat euch denn da gefallen? Das wo die Gretel die Hexe im Bad kommt. Das war am besten? Ja. Aha. Ja. Mir ist am besten gefallen, als die Gretel den Hänsel aus dem Hühnerstall befreit hat. Oh. Die Gretel finde ich gut. Die Gretel findest du gut? Ja. Sind beide gut. Ich finde den Hänsel gut, weil er im Knochengras gesteckt hat. Mhm. Und die Gretel. Ich auch beide. Warum findest du die Gretel gut? Weil da die Hexe im Backofen geschubst hat. Mir hat am meisten die Gretel imponiert. Das war so eine richtige befreiende Tat, als sie diese Hexe da in den Ofen gestoßen hat. Ich weiß noch, dass ich als Kind so richtig dann aufgeatmet habe. Das war, also damit war es vollbracht. Dadurch waren die frei, die Kinder. Ich habe unheimlich darauf gewartet, dass Gretel den Käfig aufmacht. Heute fiel mir das auf. Warum läuft sie nicht hin und macht den Käfig auf? Und ich dachte die daran, schon vorher, wenn die Hexe lebt vorher, denn hinterher ging es ja auch anscheinend ganz einfach. Ja, aber vorher hat ja die Hexe sie aber gebracht. Erschüttert bin ich, welche Macht Erwachsene anscheinend über Kinder ausüben, dass sie also nur weinen kann und ihr diese Gedanke nicht vorher kommt oder jedenfalls sie resigniert. Naja, ich habe es aber mal erlebt am eigenen Leibe, also wenn man wirklich irrsinnige Angst hat, Lebensangst, dann ist man also wie hypnotisiert, wie ein Kaninchen vor der Schlange. Ich kann mir schon vorstellen, dass also Gretel solche Angst hat, dass sie nur das ausführen kann, was die Hexe ihr befiehlt. Das Märchen nimmt die Motive des Albtraums. Das habe ich gesagt, dass jedes Kind sich das Märchen aussuchen muss, das ihm im Moment nicht wahr wichtig ist. Und zeigt, dass trotz dieser Krise eine gute Lösung möglich ist. Und das gibt dem Kind die Hoffnung, dass für seine Krise auch eine gute Lösung sein wird. Und wenn das nicht, sagen wir grausam, wenn das nicht eine wirkliche Krise wäre, würde es die Hoffnung erfolgreich auf das Gemüt des Kindes einwirken. Das heißt also, in aller Kunst, die Kunst führt uns fast bis zum Abgrund, nicht wahr? Und rettet uns dann. Und ohne den Abgrund hat die Rettung keinen Sinn. Und welche Konflikte und Krisen werden nun aus tiefenpsychologischer Sicht in unserem Beispiel bearbeitet? Hänsel und Gretel handelt davon, wie Kinder selbstständig werden, welche Ängste und Kämpfe sie dabei durchzustehen haben. Die Kinder müssen sich im Märchen mit zwei extremen Verhaltensweisen von Eltern auseinandersetzen. Mit der Stiefmutter, die sie kalt verstößt, und mit der Hexe, die Kinder nicht loslassen will. Die Stiefmutter ist der Inbegriff einer Rabenmutter. Eigensüchtig vertreibt sie die Kinder und setzt sie dem Hungertod aus. In der Stiefmutter verkörpert sich die Angst jedes Kindes, von den Eltern verlassen zu werden. Je älter ein Kind wird, desto mehr fordert die Mutter von ihm und desto weniger ist sie für das Kind da. Natürlich ist das Kind enttäuscht. Das Bild des Hungers entspricht der Angst des Kindes vor dem Verlust mütterlicher Liebe.
Der Vater setzt letztlich auch seine Interessen vor die der Kinder, mit schlechtem Gewissen allerdings. Hänsel und Gretel verlassen das sichere Zuhause, die geborgene Kindheit. Die Zukunft scheint gefährlich wie der dunkle Wald. Hänsel ist anfangs der aktive, führende. Er ist ideenreich und hat den Mut, der dem Vater fehlt. Er übernimmt sozusagen die Entschlusskraft des Erwachsenen. Gretel weint immer wieder. Sie scheint passiv und ängstlich. Wie Hänsel das Gegenteil des Vaters ist, so ist sie das Gegenteil der Mutter. Starker Junge, schwaches Mädchen. Der Märchenanfang zeigt die gewohnten Rollenklischees. Während die Stiefmutter die Kinder vertreibt, lockt die Hexe sie an. Die Stiefmutter setzt die Kinder dem Verhungern aus. Die Hexe verspricht Nahrung in Fülle. Das Kuchenhaus ist ein Symbol des Mutterleibes, ein nährendes Zuhause, das alle Bedürfnisse befriedigt. Dahin wollen die Kinder zurück. Und die Hexe erscheint ihnen zunächst als alles spendende Mutter. Aber der Weg zurück ist gefährlich, denn die Hexe will die Kinder fressen. Hänsel sperrt sie ein, hält ihn sozusagen im Laufstellchen. Mit Gretel spricht sie nur im Befehlston, lässt auch ihr keine Freiheit. Die Hexe ist eine egoistische Tyrannin, die die totale Kontrolle über die Kinder gewinnen will, wie sie einverleiben will. Zwei gefährliche Extreme des Mütterlichen zeigt das Märchen also. Die stiefmütterlich gleichgültige, gefühlskalte Mutter und die hexenhaft besitzergreifende Mutter, die den Kindern keine eigene Entwicklung und Persönlichkeit zugestehen will. Die harten Anforderungen und Todesgefahr machen aus der weinerlichen Gretel eine entschlossen Handelnde. Würde Gretel sich der Hexe gehorsam fügen, so müssten sie und ihr Bruder sterben. Aber sie wehrt sich und rettet sich dadurch. Das Märchen zeigt, dass auch ein Mädchen fähig ist zu entscheidender Tat. Jedes Kind rettet einmal das andere. Sie sind nicht mehr auf die Erwachsenen angewiesen. Sie sind nun selber erwachsen. Das Märchen erzählt uns auch von Armut und Reichtum. Armut, das ist die ausgezehrte alte Generation, aber auch unselbstständige Kinder. Reichtum, den Hänsel und Gretel in Form von Edelsteinen mitbringen, das sind Kinder, die sich voll selbst vertrauen, aktiv und durch gegenseitige Hilfe ein eigenes Leben erobern. Solche Kinder sind dann auch für Eltern keine Last mehr, sondern ein Reichtum. Ein Volkshochschulkurs in Wiesbaden. Märchen als Weg zur Selbsterfahrung für Erwachsene. Nicht die wissenschaftliche, sondern die persönlich-subjektive Interpretation steht im Vordergrund. In den Märchengestalten erkennt man sich selbst, im Positiven wie im Negativen. Der Mann zeigt doch eigentlich weibliche Fähigkeiten, also das Gefühl, irgendwie tut es in seinem Herzen weh, dass die Kinder raus in den Wald müssen und dann verhungern, währenddessen der Hänsel doch eigentlich typisch männlich handelt. Er denkt, sagt, wenn ich jetzt Kieselsteine nehme, also jetzt im Sinne der Analyse einer Situation ist gegeben, was kann ich dagegen tun? Er kommt dann auf die Idee, die Kieselsteine zu nehmen, sagt, wenn ich ihn jetzt den Weg damit markiere, dann finde ich das etwas ganz typisch logisch, analytisches. Ja, aber nachher denkt er nicht so weit, dass die Vögel die Prosa aufpicken. Ja gut, aber immerhin sind Ansätze da. Ich meine, sonst... Gott sei Dank denkt Gretel auch mal. Ja. Sagt ihr vorhin, das kommen aber was so Tricks, die der Hänsel macht. Ja. Aber das Entscheidende, die Tat, die kommt dann doch von der Gretel. Aber dass die Eltern ihre Kinder sofort schicken, das fand ich also wahnsinnig grausam. Also ich denke, Kinder haben ja oft sowas, also gerade wenn sie noch ganz klein sind, wo also jede Mutter irgendwann mal das Gefühl hat, die saugen mich aus, also beim Stillen ja bildlich sogar. Ja. Und dass die nun also Angst hat, sie wird von den Kindern aufgesaugt, ausgelaugt, wenn sie die nicht irgendwie von sich fernhält. Und ich denke, da ist es dann schon ein Unterschied, ob es eine leibliche Mutter ist oder eben eine Stiefmutter, eine Pflegemutter. Die kann das vielleicht leichter, also eine leibliche Mutter hält da vielleicht noch mehr von diesen verschlingenden Kindern aus. Und dass es auch deswegen dann so grausam wirkt oder auch grausam rauskommt. War das eine liebe oder eine böse Mutter? Eine böse! In den Wald geschickt.
Die hat die Kinder in den Wald geschickt. Das war nicht nett. Und der Vater? Und Kind und Kind. Bisschen netter. Der Vater war ein bisschen netter. Ja, weil der wollte das ja auch gar nicht. Und Kinder waren dabei. Der wollte das nicht, der Vater. Und die Mutter war da, aber der Vater war auch noch ein bisschen lieber. Da haben wir noch gesagt zu der Mutter, wir machen dir noch ein Feuer an. Das war nett, ne? Dass sie noch ein Feuer angemacht haben. Das ist schön, aber für sie und nicht für Gregel. Rede doch mal da rein, dann kannst du. Weil die waren dann nicht mehr gekommen. Und was ist denn eine liebe Mutter? Wie ist denn eine liebe Mutter? Wie ist denn eine liebe Mutter? Die ist lieb, die schickt die nächsten Wald. Die tut mit den Kindern. Die geht mit den Kindern in den Wald. Ja, oder lässt die jemand oder kocht. Und die kocht für die Kinder, liebe Mutter, ja? Ja. Ah, ja. Meine Mama ist ja auch lieb. Und was ist ein lieber Vater? Ich. Euer Vater ist lieb, ja? Ja. Meine auch. Der schmust mit mir. Aha. Und meine auch. Meine Mutter ist ganz lieb, die schmust. Kuschelt mit mir. Oh, das ist schön. Gibt es denn Hexen? Nee, gibt's nicht. Das war gestern. Böse Menschen. Böse Menschen gibt's. Aber keine Hexen. Was ist denn Räuber böse Menschen? Gibt's. Räuber. Die kann man nicht sehen. Ja, die haben nämlich ein freundliches Gesicht. Aber es gibt die nur in Märchen und im Fernsehen. Die Räuber? Die Hexen, die manchmal. Die klauen was? Aus dem Lügen manchmal. Ja, die Märchen gibt's. Böse Menschen lügen manchmal. Ah ja. Frau Helbig, warum erzählen Sie Kindern Märchen? Weil ich den Eindruck habe, dass Märchen für Kinder nach wie vor ganz, ganz wichtig sind. Und weil es mir Freude macht. Inwiefern wichtig? Wichtig, einmal in der Fantasie wirklich noch zu leben, sich innere Bilder vorstellen zu können. Das ist für mich in den Märchen wirklich das Wichtigste. Heute in der fernsehgewohnten Gesellschaft brauchen Kinder innere Bilder. Haben Sie es schon mal erlebt, dass Kinder auf Hänsel und Gretel mit Angst reagiert haben? Ich selber habe das noch nicht erlebt. Und wenn wir Erwachsene fragen, hatten Sie jemals Angst bei Hänsel und Gretel, hören wir immer wieder, nö. Trotzdem, würden Sie Kindern jedes Märchen erzählen? Nein, durchaus nicht. Einmal erzähle ich nur die Märchen, die mir selbst gefallen, mit denen ich persönlich mit dem Kind in mir etwas anfangen kann. Und dann gibt es auch Märchen, die viel zu lang sind für kleine Kinder. Gibt es auch Märchen, die zu grausam sind für Kinder? Das kommt teilweise sehr auf die Erzählart an. Normalerweise spüren Kinder das, was wir als grausam erfinden, gar nicht als grausam, sondern als gerechte Strafe. Sind nun alle Volksmärchen geeignet für Kinder? Bieten sie automatisch die Garantie, pädagogisch wertvoll zu sein? So einfach ist das sicher nicht. Können Märchen doch verstören, wenn sie keine glückliche Lösung haben? Nur, man muss kein Psychologe sein, um Märchen richtig auszuwählen. Eltern sollten die Märchen erzählen, an denen sie selber Freude haben. Denn Märchen gehen beide an, Erzähler und Zuhörer, Eltern und Kinder. Die Kinder verlangen dann ihre Lieblingsmärchen immer wieder. Sie spüren selbst am besten, welche für sie am wichtigsten sind. Beim Malen, Basteln und Spielen verarbeiten Kinder ihre Märchen weiter. Und im Gespräch über Märchen erfahren Eltern, welche verborgenen Ängste und Wünsche ihre Kinder bewegen. Als nun die Hexe zum Ofen schaut, allein wird sie gestoßen von unten Gretelein. Die Hexe musste von
Mir bleibt der Satz von Bruno Bettelheim nachdrücklich in Erinnerung: Ohne den Abgrund hat die Rettung keinen Sinn. Beides ist in uns, die Kräfte der Zerstörung und die Kräfte der Rettung. Sie kämpfen miteinander und selten ist der Sieg eindeutig. Märchen, liebe Zuschauer, wurden ursprünglich für Erwachsene erzählt. Da waren Kinder selbstverständlich dabei. Gespenster, Abenteuer, Zauberfantasien, Liebesgeschichten, Schwänke, mal mit mehr, mal mit weniger Moral. Märchen erzählen, das war Unterhaltung, Zeitvertreib, Witz und Parodie. Aber genauso auch der Entwurf einer anderen Welt. Und gleichzeitig waren Märchen immer auch ein Spiegel ihrer Zeit. Ob Märchen auch ein Spiegel unserer Gegenwart sein können, war unter anderem das Thema des Internationalen Märchenkongresses, der Anfang Oktober in Gelsenkirchen stattfand. Gerhard Müller hat sich dort umgeschaut. Als Harun al-Raschid, der große Kalif, wieder einmal verkleidet durch die nächtlichen Straßen Bagdads lief, gelüstete es ihn nach gerösteten Kastanien. Als er auf einen Kastanienverkäufer zuging, merkte er aber, dass er vergessen hatte, Geld mitzunehmen. Weil aber nun ein Kalif nicht gewohnt ist, auf seine Wünsche zu verzichten, so kam Harun al-Raschid auch ohne Geld zu seinen Kastanien. Er hob einen Stein auf. So aus einem orientalischen Märchen, das von einem Kalifen erzählt, der zum Dieb wird und dabei selbst um seinen Schmuck erleichtert wird. Nur, statt auf dem Bazar wird die Geschichte am Boxring erzählt. Die Zuhörer sind Mitglieder des Boxclubs Gelsenkirchen 49 e.V. sowie Teilnehmer des Märchenkongresses, der Anfang Oktober im Ruhrgebiet stattfand. Nach einigen Wochen wurden die Kostbarkeiten jedoch bei einem jungen Bartscherer gefunden und er wurde sofort in Fesseln vor den Kalifen geführt. Woher hast du die Kostbarkeiten? Sprach der Kalif. Die, o großer Beherrscher der Gläubigen, habe ich euch abgenommen aus Sorge um euer Wohlergehen. Erkläre mir das. Den Ring nahm ich euch beim Kastanienverkäufer ab, aus Angst, ihr könntet dort hängen bleiben. Da lächelte der Kalif. Und weiter. Den Dolch nahm ich euch bei der Honigverkäuferin ab. Wie leicht hätte er an das eiserne Tischchen schlagen und euch verraten können. Da nickte der Kalif. Und weiter. Den Ohrring musste ich euch am Kirschbaum abnehmen. Wie leicht hätte er hängen bleiben können und ihr hättet euch das Ohrläppchen abgerissen. Als der Kalif das gehört hatte, stand er auf, nahm dem Bartscherer die Fesseln ab und sprach: Da du dies alles zu meinem Wohle getan hast, so sollst du wieder frei sein. Aber sage mir noch das eine: Wie kommt es, dass ich dich nicht bemerkt habe? Nun, o großer Beherrscher der Gläubigen, ich ging in eurem Schatten. 5 Tage lang Märchen am Boxring, in der Schule, im Kindergarten, im Altenheim, im Park. Die Zeit im Märchen war das Thema des diesjährigen internationalen Kongresses, zu dem die Europäische Märchengesellschaft eingeladen hatte. Dem Volksmärchen, das in den letzten Jahren steigende Beachtung gefunden hat, sollte durch ein vielseitig gefächertes Programm, Erzählstunden, wissenschaftliche Vorträge, Arbeitsgemeinschaften, Aufführungen und Ausstellungen eine möglichst breite Öffentlichkeit begegnen, versprach das Programm. Über 1000 Besucher hatten sich Zeit für die Zeit im Märchen genommen. So fällt also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ja eigentlich zusammen im Erzählen. Vergangenheit
wird Gegenwart als Zukunft, kann man sogar sagen. Aber ich finde auch wichtig, dieses Thema, das Märchen in dieser Zeit, das ist mir sehr wichtig. Und die Erfahrung, die der Mensch macht, dass eine Glückssekunde, die Fülle, die darin sein kann, ein Liebesaugenblick, so intensiv erlebt wird, dass alles drin ist, der alles enthaltende Augenblick und demgegenüber die menschliche Erfahrung drin ist, dass etwas, eine langweilige Unterrichtsstunde, überhaupt nicht aufhören kann. Und die fünf sind ganz, ganz leise gegangen. Und dann sind sie ganz leise zum Fluss hingekommen und ganz leise über den Fluss gerudert. Und am anderen Ufer ganz leise zu den Bienenhäuschen hingeschlichen. Und dort. Der Bär hat geschlafen. Und da haben sich die fünf so zusammengetan. Und dann haben sie gerufen, hier sind wir, paff, und haben den Bären mitten auf die Nase geschlagen. Und das hat ihm schrecklich wehgetan. Der ist aufgesprungen und davongelaufen und hat sich nie wieder bei den Bienenhäuschen blicken lassen. Ja, und was lernt man davon? Man kann davon etwas lernen, nämlich, dass fünf mehr sind als vier, vor allem, wenn sie zusammenhalten. Es war einmal, es wird eines Tages sein. Das ist aller Märchen Anfang. So beginnt ein bretonisches Märchen. Die Kompromisslosigkeit der Formulierung entrückt das in den Märchen Erzählte nur scheinbar der Gegenwart. Was berichtet wird, ereignet sich immer wieder. Das Plakat des Kongresses, das Original ist im Städtischen Museum in Gelsenkirchen zu sehen, erinnert an eine Uhr. Ob es glückliche Zeiten waren, ob es morgen sein wird, ob es jetzt ist, entscheidet man selbst. Oder ist die Uhr ein Spiegel? Märchen als Spiegel unserer Zeit? Einer Zeit, die als Langeweile empfunden wird? Als Kurzweil? Als erfüllte Zeit? Als vertane Zeit? Vielleicht sind die Zauberwelten der Feen und Dämonen, der Prinzen und Däumlinge und die Realität des Oktobers 1987 im Ruhrpott, den stillgelegten Zechen und den erloschenen Hochöfen, doch keine so unversöhnlichen Gegensätze. Und wie im Märchen? Wieder zurück zum Ausgangspunkt. In die Turnhalle, wo normalerweise der Boxclub Gelsenkirchen Erle 49 e.V. trainiert. Die Zuhörer auf dem Basar von Üsküp hatten die ganze Zeit gespannt zugehört und Yusuf nicht einmal unterbrochen. Nun aber klatschten sie Beifall und strahlten und freuten sich und riefen, das war eine außerordentliche Geschichte. Dann aber wollten sie sich verabschieden und davongehen, ohne Yusuf einen einzigen Piaster zu schenken. Da rief Yusuf, meine lieben Freunde, wenn ihr die Erzähler nicht bezahlt, so werden sie zu Dieben. Das ist schade für die Erzähler, aber auch für eure Tabaksdosen. Da stutzten sie. Und plötzlich merkten sie, dass ihre kostbaren Tabaksdosen fehlten. Und schließlich begriffen sie, dass Yusuf aus Bagdad ihnen die Tabaksdosen gestohlen hatten. Da riefen sie, Donnerwetter, was für ein Kerl! Erzählt uns die spannendsten Geschichten, sodass wir immer näher auf den Leib rücken. Und währenddessen stiehlt er uns seelenruhig die Tabaksdosen. Was aus dem Märchen mit dem Kalifen resultiert, ist wenigstens eindeutig. Selbst Märchen kosten Geld. Was nun unser nächstes Märchen angeht, sage ich kein Wort mehr, außer dass wir es genauso wie das Märchen vom Komplex unterm Bett bei Lutz Röhrig gefunden haben. Röhrig ist Professor für Philologie und Volkskunde an der Universität Freiburg. Das sich dann anschließende Gespräch mit Walter Scherf, einem der großen deutschen Erzählforscher, habe ich vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Ich möchte mich jetzt schon, liebe Zuschauer, von Ihnen verabschieden, Ihnen einen guten Abend und eine ruhige und erholsame Nacht wünschen. Unsere nächste Kinder-Kinder-Sendung ist am 26. November zur gleichen Zeit. Der Titel, Thema Nummer 1, Kinder kommen in die Pubertät.
Es war einmal ein Mädchen, das lebte ganz allein an einem See. Als es wieder einmal spazieren geht, trifft es auf einen Fisch, den die Wellen an Land gespült haben. Du armer Fisch, sagt das Mädchen. Und mitleidig wie es ist, wirft das Mädchen das Tier ins Wasser zurück. Da sagt der Fisch, zum Dank dafür, dass du mir das Leben gerettet hast, will ich dir drei Wünsche erfüllen. Nicht schlecht, sagt die Kleine. Ich möchte das schönste Mädchen der Welt sein. Da sagt der Fisch, du bist es bereits. Und nun der zweite Wunsch. Ich bin arm. Ich wünsche mir, dass sich mein Haus in Gold verwandelt. Auch dieser Wunsch ist bereits in Erfüllung gegangen, sagt der Fisch. Nun hat es also Schönheit und Reichtum, aber es fehlt noch die Liebe. Und so sagt es, zum dritten wünsche ich mir, dass sich mein kleiner schwarzer Kater zu Hause in einen sympathischen jungen Mann verwandelt, der sich in mich verliebt. Da sagt der Fisch, geh nach Hause, du wirst alles finden, wie du es dir gewünscht hast. Das Mädchen läuft nach Hause. Und schon von Weitem sieht es das goldene Haus. Und wie es an den Fensterscheiben vorbeigeht, spiegelt es sich darin und bemerkt, wie schön es geworden ist. Und als es ins Haus hineingeht, kommt tatsächlich ein hübscher junger Mann auf es zu, der mit Wehmut sagt, tut's dir nicht doch ein wenig leid, dass du mich vor 2 Jahren hast kastrieren lassen? Wie finden Sie denn das, Herr Scherf? Ich kann da nicht nur lachen. Ja, man wird natürlich meist darüber lachen, aber dahinter verbirgt sich die Trauer und die Enttäuschung, dass hier mal wieder eine Illusion aufgebaut worden ist. Gerade diese Märchen, Froschkönig-Märchen, Dornröschen-Märchen und so weiter, sind in unseren üblichen Fassungen hier abgeschnitten und hören mit dem Zueinanderfinden auf. Das ist eigentlich Walt Disneyland und ich kann das nicht gut vertragen. Ich meine, es müsste jetzt weitergehen und in den Märchen, die aus der mündlichen Überlieferung bekannt geworden sind, geht es auch im Allgemeinen weiter. Die beiden werden wieder getrennt. Sie sind selbst schuld daran, dass sie auseinanderfallen. Und dann muss der eine oder die eine den anderen suchen. Und nun beginnt eigentlich der existenzielle Einsatz für den anderen. Und so scheint es mir auch im Leben zu sein. Kann man den Kindern wirklich Märchen zumuten, die ein ganzes Arsenal von Grausamkeiten beinhalten? Ist es möglich, ich denke etwa an Hänsel und Gretel, an Rotkäppchen, an Schneewittchen, worin besteht denn bei solchen Märchen die Hilfe für Kinder? Ich glaube, dass Kinder sich zunächst einmal ablösen müssen von ihren Eltern, ob sie die Eltern sehr gut sind oder nicht so gut sind, ob sie gut genug sind, hinreichend gut sind, das ist gleich. Sie müssen aus dieser Geborgenheit hinausfinden. Und wenn das schwierig ist, dann werden sie ihre äußere Wirklichkeit umändern, überakzentuieren, als eine schreckliche Verfolgungssituation in der Familie darstellen wollen, um dann einen Vorwand zu haben, nun selbst die Nase in den Wind zu drehen und hinauszuziehen. Das ist für Eltern sicherlich nicht leicht, aber Ablösung und Reifung ist für beide Seiten nicht leicht. Und das muss man sich als Eltern, ich bin auch ein geübter Großvater, ja immer wieder vor Augen halten. Behüten, festhalten, die Kinder ist ganz schlecht. Sie vernachlässigen ist auch ganz schlecht. Also müssen wir miteinander kämpfen. Herr Scherf, ich muss noch mal fragen, ist es denn wirklich unbedingt notwendig, dass Kinder ins Dämonenland geschickt werden, dass man sie diesen bösen Geistern, die da in den Märchen ihr Unwesen treiben, aussetzt? Ja, es ist unbedingt notwendig. Sie müssen sich spielerisch damit auseinandersetzen. Es gibt 2 Wege. Das eine ist das Märchen, das andere ist das Dämonenspiel. Die meisten Kinder können nicht mehr in Kindergruppen heute Dämonenspiele betreiben. Aber das Märchen liegt ja da. Und die schlimmen Dämonen, das sind die schlimmen Seiten von Eltern, von Mutter und Vater, mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Sie müssen sie vernichten, das heißt in sich selbst außer Gefecht setzen, um dann zu sich selbst zu finden und einen neuen Zugang zu ihren Eltern zu finden. In den meisten Fällen, Sie haben es eben ja auch schon angesprochen, Herr Scherf, kommen bei den Märchen, auch gerade bei diesen grausamen Märchen, die Eltern ganz schlecht weg. Es sind den Rabeneltern, sind bis auch Kindsfresser manches Mal, die ihre Kinder aussetzen. In den allerbesten Fällen kommen sie blass weg. Wie sollen denn Eltern damit umgehen, wenn sie Kindern Märchen erzählen, in denen sie so schlecht wegkommen? Wenn es geht, sollen sie sich gar nichts dabei denken und sollen einfach erzählen oder vorlesen. Die Kinder werden schon mit dem angebotenen Stoff
selbst fertig werden, projektiv fertig werden. Wenn Sie die Märchen genau beobachten, finden Sie immer einen Eingang, der an eine Familienkonstellation, an eine Konfliktsituation in einer Familie anknüpft, manchmal schon sehr stark akzentuiert auf Austreibung. Ich will ausgetrieben werden, ich muss hinaus aus dieser Welt. Und dann spielt sich die ganze Auseinandersetzung, die eigentliche Auseinandersetzung in einer Spiegelwelt ab. Nehmen Sie Hänsel und Gretel, dann haben Sie eingangs die Rabenmutter, die den Vater, den schwachen Vater, überredet, die Kinder auszusetzen. Und dann kommen die Kinder in ein Wunschhaus, in ein Hexenhaus, was mit Zuckerwerk und so weiter gedeckt ist. Das ist genau der Traum. Und kurz darauf wachen sie auf und stellen fest, dass dieser Traum gar nicht so süß ist, sondern dass sie jetzt erst recht in die Fänge einer Misthexe geraten sind. Und das ist die Herausforderung, nun zu sich selbst zu kommen und diese Auseinandersetzung aufzunehmen. Aber mit wem setzen sie sich auseinander? Mit einer Abspaltung der guten, behütenden, overprotecting, nährenden Mutter. Das müssen Sie jetzt in Deutsch sagen, ja. Overprotecting. Überbehütend, die es zu gut meint. Mhm. Es gibt einen englischen Analytiker, der immer gesagt hat, die gute Mutter ist gar nicht die beste Mutter, sondern die Mutter, die hinreichend gut ist, das ist die beste Mutter. Sehr gut. Worauf führen Sie denn eigentlich die Märchenrenaissance zurück, die heute zu beobachten ist? Ich denke mir manchmal, sie hat nicht nur ihre guten Seiten, weil auch das Märchen oft wieder als Vehikel missbraucht wird. Aber worauf führen Sie es zurück? Das muss doch auch Ursachen haben, jetzt mal bei denen, die es ernst meinen damit. Ich glaube, es hat eine ganz einfache Ursache. In unserer Gesellschaft ist Intelligenz, Leistung, Fortentwicklung unserer technischen Möglichkeit gefragt. Das wissen wir alle und wir sind sehr in einer Überbetonung dieses intellektuellen Leistungsbedürfnisses. Aber dabei kommt das Spiel zu kurz. Und ein größerer Teil unserer Entwicklung ist Spiel. Wir verarbeiten allein schon wichtige motorische Entwicklungen eines kleinen Kindes, verarbeiten wir im Spiel. Und wir verarbeiten auch unsere gedanklichen Auseinandersetzungen mit der Welt im Spiel, phantasmatisch, imaginär. Und das Märchen ist ja die Erzählung par excellence, die uns die Chance gibt, unsere eigenen Konfliktsituationen, auch in die wir geraten werden, nun imaginativ, projektiv durchzuarbeiten, spielerisch durchzuarbeiten. Und das bietet sich eben an. Mit einer Algebra-Aufgabe, da kann man sich keine phantasmatischen Ausflüge erlauben. Also Märchen als etwas sehr Menschliches, um Mensch zu werden. So ist es, ja. Es sind Reifungsschritte, nicht nur die Ablösungsschritte, sondern das zu sich selber finden, auf eigene Beine kommen, die eigene Autonomie erreichen, ist der im Grunde genommen der große Zielentwurf, den wir als Märchenhörer uns setzen. Jeder in seiner eigenen Weise, aus seinen eigenen speziellen Situationen heraus. Und dann den Partner zu finden. Aber nicht nur einfach zu finden und beruhigt zu sein, glücklich zu sein, jetzt habe ich ihn, da sind wir wieder bei Walt Disneyland. Sondern wir müssen mit der Nase darauf gestoßen werden, durch unsere Schuld, die wir im Umgang mit dem anderen eben erwerben, notgedrungen erwerben, nun begreifen, dass wir einen ganz neuen Einsatz auch brauchen, den anderen zu verstehen. Und deswegen sind die großen Märchen auch in diesem Sinne zweiteilig.